Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Cyberia Teil 2. Im letzten Part hatten wir jetzt den Zug da angetüdert, aber... Ey, du erkältest dich doch nicht etwa, oder? Egal. Aber... Noch habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich den Zug jetzt mal... Hier jetzt mal reinbekomme. Vielleicht sollte man sich ja noch mal warte mal, ja, keine Ahnung, vielleicht noch mal mit Oscar reden oder mit den beiden Jukolts. Macht das wohl keinen Sinn zu sprechen, die sagen ja immer nur tuk tuk oder sowas in der Art. Also das Mammut hier mit dem Stoßzahn, das würde ich gerne mal sehen. Ne? Das muss ein Riesentier gewesen sein. Ach ja, stimmt, die beiden sind doch gar nicht mehr da. Oder sind die vielleicht hier vorne? Ne, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Oh, was kann man denn hier machen? Aha! Ah! Jetzt! Nun sind wir schon eine ganze Ecke schlauer, ne? Nun sind wir eine ganze Ecke schlauer. Nun gut. Jetzt sind wir schlauer. Ja, dann heißt es jetzt mal ja. Das Ding. Okay, klemmt. Das knatscht und knackt aber ganz schön, Leute. Zug. Ach so, das sehe ich ja jetzt, dass die Schienen gehen hier unten ja weiter. Die enden hier vorne ja gar nicht. Die gehen ja weiter. Da ist der Zug also überall hier drunter durchgefahren. Okay, jetzt ist aber die große Frage, wie rum gehe ich jetzt mal am besten? Der Zug, der steht jetzt da hinten. Da muss ich hier, ne, da muss ich wieder hier rum. Denn ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt mal mit Oscar ein bisschen quatschen muss, denn irgendwie... Ah ja, jetzt hier die Treppe runter. Da hätte ich auch das letzte Mal hier hochkommen können, bloß ich habe die Lade irgendwie nicht mehr gefunden. Ja, glaub hier entlang, ne? Kann man hier mit denen reden? Ne. Gut. Jetzt wissen wir auch, warum man hier hochgehen kann.
Gut, dann mal mit Oskar quatschen. Mal sehen, was der Gute so von sich gibt. Hier steht er ja auch schon. Oskar, alles okay? Sie sind noch hier, Kate Walker. Herr Vorarlberg braucht Ihre Hilfe. Ich bitte Sie, trödeln Sie nicht. Hans sagte, Sie müssen ihm das Herz für mich öffnen. Sind Sie dazu imstande, Kate Walker? Er meinte, Sie, Oskar. Wie es scheint, ist das notwendig, um die Reise fortsetzen zu können. Was hat das alles zu bedeuten, Oskar? Kate Walker, es hat mich wirklich sehr gefreut, Sie zu kennen. Oskar. Bitte? Ich verstehe nicht. Unsere gemeinsame Reise war sehr angenehm. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber, Oskar, ich will nicht. Die Automaten stehen im Dienste der Menschen, Kate Walker. Leben Sie wohl. Wie jetzt? Wie jetzt leben Sie wohl? Aber wohin gehen Sie denn? Warten Sie! Oskar! Ich habe verstanden, Kate Walker. Ich bin bloß ein Automat und es ist an der Zeit, dass ich mich nützlich mache. Der hat sich schon die ganze Zeit nützlich gemacht, im ersten Teil, jetzt im zweiten Teil. Okay, dann rennen wir jetzt mal zu der Schamanin. Herr Gott, was ist denn jetzt hier los? Wie jetzt? Mich kennengelernt, nützlich machen. Oh, nicht schon wieder die. Hallo? Kate? Herr Marson. Kate, Sie müssen sich jetzt zusammennehmen. Wir machen uns hier die größten Sorgen. Dazu besteht kein Grund. Mir geht's prima, bestimmt. Kate, wir haben Ihnen einen Detektiv hinterhergeschickt. Dieser Mann kann Ihnen helfen und ich garantiere... Sie verschwenden Ihre Zeit. Das war kurz... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Hallo? Oh Gott, wo ging's denn jetzt nochmal zu der Schamanin? Oh Mann. Ah ja, hier. Was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Also langsam, also sicher mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Aber nur ganz klein wenig. Also wie Oskar geredet hat, das hörte sich an wie so ein Abschied. Ach, warum hängt der jetzt da oben und... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Verzeihung. Ah, gut, sehr gut. Tut, tut. Ich weiß nicht mehr weiter. Aha, es ist also sehr gut, dass ich keinen Plan mehr habe. Gut. So, warte mal, was war denn jetzt? Hier war nochmal... Ach nee, warte mal. Wieder der Feldfasche Schleuder, Moment mal. Ja, Moment mal. Hier war doch noch... Warte mal, war hier nicht... Ach ja, das Ding hier, das muss auch noch irgendwie ein Bewandtnis haben, oder? Ja, pünktlich um 19.15 Uhr. Glauben Sie, die Automaten wurden erschaffen, um uns in dem richtigen Moment zu helfen? Sie müssen ihm das Herz für mich öffnen.
Sind Sie dazu imstande, Kate? In Valladolid ist es 19.15 Uhr. Vater ist immer sehr pünktlich. Er bleibt nicht mehr bei uns. Er kehrt zur Manufaktur zurück. Verschwindet in seinem Büro und... Glauben Sie, die Automaten wurden erschaffen, um uns im richtigen Moment zu helfen? Okay. Nun gut, dann... Halten Sie durch, Hans. Okay. Klingen wir mal Oskar an, der jetzt hier... Oskar, für mich werden Sie immer mehr als bloß eine Maschine sein. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Ach du Scheiße. Oh nee, jetzt begreife ich das erst. Oskar, der opfert sich jetzt für Hans. Och nö. Nee, ne? Ach du grüne Neune. Gut, was muss ich denn jetzt hier machen? Ach nee, ich will das eigentlich gar nicht, aber naja, okay, gut. Ja, und nun? Warte mal, drücken wir mal. Gut, dann klicken. Okay, warte mal. Eins, zwei. Ach, da muss ich jetzt bestimmte anklicken. Ja, warte mal. 19.15 Uhr war ja auch schon mit der Uhr da in der Traumwelt. Also das hat für Hans irgendeine Bedeutung. 19.15 Uhr, das wäre dann hier und dann... Also ja, hier. Okay. Ja, aber warte mal, kann man hier... Ne, hier kann man nichts klicken, hier oben kann man auch nichts machen. Das geht jetzt nur... Ja, aber haha, toll. Mhm. Ja, aber nun... Ja, aber wie geht das denn? Ja, aber... ja, haha. Moment mal. Oskar, für mich werden Sie immer... Ja, das hatten wir schon, aber... Warte mal. Vielleicht kriege ich ja hier noch irgendwelche Informationen. Sie müssen ihm das Herz für mich öffnen. Sind Sie dazu imstande, Kate? Gut, da hatten wir ja nun. In Valladolid ist es 19.15 Uhr. Vater ist immer sehr pünktlich. Er bleibt nicht mehr bei uns. Er kehrt zur Manufaktur zurück. Verschwindet in seinem Büro und... Sie müssen ihm das Herz... Ja, da kennen wir schon. So, aber haha. Ja, aber, was jetzt? Warte mal, man kann jetzt 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Ja, aber... Welche 4? Jetzt alle so durchklicken, alle Möglichkeiten durchklicken, das dauert ja viel zu lange. Na, 4 Stück. Ja, was sind Informationen von diesem Traumfänger da? Kann ich aber jetzt aber auch nicht ableiten, welche 4 ich jetzt drücken muss. Ich habe nur 1915 und das... Warte mal, vielleicht muss ich das nochmal drücken.
Nee. Kann man den jetzt gleich hier oben drücken? Nee. Ah! Was war das denn? Moment, nochmal. Okay, warte mal. Nee, warte mal. Okay, Schlüssel. Ach, du grüne Neune. Dafür war Oskar also da, um ihn als so eine Art Gerüst zu dienen. Ist Hans jetzt ein Terminator? Ich glaube nicht. Oder? Ich hoffe nicht. Hans, Sie hatten an alles gedacht, um Ihr Ziel zu erreichen. Koste es, was es wolle. Hans, ist er... Aha! Hans, okay. Kate muss vorbereiten. Abfahrt jetzt. Die Abfahrt vorbereiten? Aber was muss ich denn tun? Hans, Sie hatten an alles gedacht. Okay. Ja, haha, Abfahrt vorbereiten, aber wie denn? Mit dem Zug geht das nicht mehr. Na, dann reden wir mal mit dem Häuptling, ne? Bleibt auch nichts anderes übrig. Ne, mit dem kann ich auch nicht quatschen. So, Häuptling. Reden wir mal hier mit dem Winnetou hier da. Häuptling Winnetou. Ja, mit ihm da hinten. Ich bin immer wieder völlig falsch gelaufen. Merke ich gerade, aber ist egal jetzt. Echt scheiße, wenn man sich keine Wege merken kann. Ne? Furchtbar. Guten Tag. Genug Mark, Kate Walker. Ich glaube, Hans ist gerettet. Aber... Du traurig, Kate Walker? Ich habe auch einen Freund verloren. Fisch gefangen von Bär, Fisch glücklich, weil Schicksal erfüllt. Armer Oskar. Ach du Scheiße, Oskar ist weg, ja. Ich verstehe das nicht. Der Zug hätte uns bis nach Siberia bringen sollen. Doch die Schienen enden hier. Nicht mit Zug weiter, Kate Walker. Ist die Reise zu Ende? Nein, Reise noch ein bisschen lang. Aber womit? Ich habe keinen Zug mehr. Wenn wir nicht mit dem Zug weiterfahren können, wie dann? Hans Vorarlberg, er. Alles plant. Hoi, hoi. Leben Sie wohl, großer Häuptling. Ich kehre zu meinen Freunden zurück. Sie unser Gast, Kate Walker. Ja, toll. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, womit ich jetzt weiterreise. Mit dem Zug geht nicht. Womit aber dann? Und wo finde ich dieses Gefährt oder was auch immer? Da geht's zur Schamane, da brauche ich nicht wieder hinrennen. Hier hoch kommt man aber auch nicht.
mit dem einen Schneeschlitten da ist ja der Bruder von dem, einer der beiden Brüder ja abgehauen. Ja, was denn nun? Mit den Jokis, die da sind, kann man ja auch nicht weiterreisen. Das ist jetzt gediegen. Merkwürdig. Nun gut, ich mache hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.